Sieht das. Ohne Betrug. So, wer will? Der Ach fragt, ne? du. St. Pauli gegen Ingolstadt. Wir werden das Spiel hoffentlich gut spielen. Denk aber dennoch auf den Unentschieden, weil Ingolstadt so viele Unentschieden spielt in letzter Zeit. Dann Aue gegen Duisburg. Puh, das ist eine schwierige Partie. Schwierige. Dennoch denke ich, obwohl Mendel fällt aus, ne? Ja, Männer fällt aus. Genau deswegen gewinnt leider Duisburg. Weil der zweite Torwart im Tor steht und der wahrscheinlich nicht hundertprozentig fit ist. Magdeburg gegen Paderborn. Eieiei, Abstiegsduell. Magdeburg gewinnt. Knapp. Ganz knapp. aber lange überlegt. Ja, es ist einfach echt sehr schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig in der Ja. Partie. Unentschieden oder Sieg Magdeburg. Und das ist einfach sehr schwierig. Dresden gegen Darmstadt. Ich weiß, wie heftig Darmstadt drauf ist. Wenn Dresden das aber taktisch gut hinkriegt, dann gewinnen sie das Spiel auch. Könnt ihr Das mal die ist Klappe richtig. halten? Ich höre la 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 la, ich höre euch nicht. La 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 la. 1 für Dresden. La 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 la. Ich habe viele verletzte Spieler. La 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 la. Mach du. Ich? Ja. Ja, okay. Tja, Aue. Ich möchte gern weiter vor euch bleiben. Ihr holt einen Punkt. Ihr holt einen Punkt. St. Pauli gegen Ingolstadt. Da muss eigentlich St. Pauli punkten. Ne? Da lastet ganz schön Druck auf dir. Ach, Von der okay. P Tabellenposition aus bist du der Favorit. Und Magdeburg, umgekehrte Psychologie. Ich denke mal, Paderborn wird es dir nicht leicht machen. Das war's. Okay. Pauli gegen Ingolstadt, würde ich sagen, Pauli gewinnt 2 zu 1, Doppelpack Wiener. Hat gegen mich nicht getroffen. Erstes Spiel, wo er nicht getroffen hat. Ne? Nein, das zweite. Darmstadt, Nee, Darmstadt vier Spiele, gegen vier Tore. Nein, er hat Darmstadt. davor nicht getroffen. Achso, okay. Darmstadt gegen Dresden, ich sage 2 zu 1 für Darmstadt. Aue gegen Duisburg tippe ich auf ein 1 zu 1. Und Magdeburg gegen Paderborn sage ich 1 zu 4 für Paderborn. Gut. Gut, sagt er da. Holy fuck. Ey, ich kenne das in der Situation. Ich kenne das in der Situation, deswegen. Nein, ich hab das Spiel davor 1 zu 2 verloren. Letztes Spiel habe ich 1-3 verloren, aber also jetzt verliere ich 1 zu 4. Mal gucken, wie Paderborn überhaupt drauf ist momentan. So schlecht nicht. Ja, ein zwei letztes Spiel verloren, aber trotzdem läuft es bei denen deutlich besser. Letzten Spiele. Ach, von oben nach unten. Okay. Köln So. verloren. Okay, Köln steht da. Okay, gegen Bochum haben sie gewonnen. Jetzt. Das ist ja mal was, mal krass. Bochum gewonnen. Habe ich schon wieder ein Transferangebot gekriegt. Ach, ist schon weitergegangen. Okay. Oh, oh. Oh. Oh, au, Ah. au. Ablehnen. So. Aber das war schon ein sehr, sehr gutes Angebot, aber Ich ich weiß. weiß, dass der Typ echt noch heftiger werden kann. Also. Aber du weißt auch, dass ich sehr viel Geld zur Verfügung habe. Ja, dann weiß ich auch, dass du mehr bieten kannst. Danke für die Info. Ja. Mache ich ja auch. Gut, dann werde ich auch beim nächsten besten Angebot nicht annehmen. Ja, Weil ich weiß, du hast mehr. Milano, weiter. Ach nee, der macht gerade noch ein Angebot. So, Mann, aber Spaß. schön, dass ihr beiden jetzt mehr erzählt als sonst. Das ist auch gut. Tja, so ist das Leben, würde ich sagen. Der tut mal gut. Jut? Wie der Jutebeutel? Ja, der Judebeutel. Bin jetzt. Wie sieht das bei dem eigentlich aus? Der ist bei St. Pölten ausgeliehen und hat kein Spiel gespielt.
Ich habe schon zwei orangene Linien. Ja, ich auch. Ich habe drei grüne zwischen offensiven Mittelfeld und Stürmer schon, aber. Ich musste meine Linien entfernen, weil die Spieler verletzt sind. Das ist natürlich doof. Aber die Linien kommen, glaube ich, wieder. Ja, wenn die öfter hintereinander spielen. So, nächste. Oh, das Hamburg Derby wird live übertragen, schön. Das Elbe Derby wird im Fernsehen. Elbe Klassiko. Dam dam da. Ach Junge. Wenn du eine Weiterverkaufsgebühr von 10% gibst, dann eventuell. Mal schauen. Von 20 dann sagen wir, oder 30. So, U19 gegen U19, Magdeburg gegen die SGD. Inter Mailand gewinnt gegen Genua. Zwickau verliert gegen Rosasbach. Braunschweig 2-2 gegen Würzburg. Gladbach verliert 3-0 gegen Wolfsburg. Frank. So, wie sieht's aus? Bremen 2 hat 5-0 gewonnen. Ja, ich hab's so gesehen. City gewinnt 2-0. Fortuna verliert, gewinnt 1-0 gegen Köln. Alav. Oh, ich hab gegen BFC Dynamo verloren. Köln. Ah, sehr schön. I say nothing. Yes! Das war wichtig. Meine beiden Mannschaften gewinnen jeweils mit 1-0. So spielt denn der Schiller bei mir vorne im Sturm, der ist der Abwehrspieler. Spieler des Tages ist sogar einer meiner, oh schön, einer meiner Spieler, die ich extra in die zweite Mannschaft geschoben habe, damit er wieder fit ist. Ah, das ist super. So, ist der dann dementsprechend... So, der, ah, das... Ach so, okay. Jetzt also als Jugendtorwart mit, damit ich einen zweiten Torwart habe, okay. So, Dille. Ich hab schon wieder einen Transfer angeboten gekriegt. Ja, wahrscheinlich von, ich weiß von wem. Jetzt hat er wirklich einen Prozentsatz von 10% draufgehauen. Jetzt hör doch mal auf langsam, Alter. So, das sind die Spiele von heute. Alle spielen zu Hause außer CMS. Ja, natürlich. Muss ja wieder jemand aus rausfallen. Du hast schon gesagt, ihr wisst Bescheid. War fast perfekt. Ich wollte gerade draufklicken und dann hast du es schon gesagt. Da habe ich gedacht, so, verdammt, so hätte ein paar Sekunden später. Das wäre das perfekt gewesen, aber so. Ach, Mann. Also, ich bin mal wieder Favorit. Es ist unfassbar. Aktuelle Form inkonstant und mein Gegner hat aktuell eine schlechte Form. Mein Gegner hat exzellent. Eieiei. Inkonstant gegen inkonstant, aber Paderborn mit einer besseren Inkonstanz. Inkonstanz. Eine bessere Inkonstanz. Es wäre toll, wenn du die fertig machen könntest, Flui, weil wir gleich als nächstes gegen Paderborn. Go Flui. Wie gesagt, 1-4. Wie kann man seinen Kapitän einstellen? Du gehst auf Mannschaft. Genau. Nee, du gehst. Warte mal. Doch. Nee. Taktik. Kapitäne. Was denn? Ich hab das noch nie getan. Ich wusste gar nicht, dass meine zwei anderen Kapitäne ausgefallen sind. Nein. Gut, ich gehe zum Spiel, Freunde. Also, ja, gut, ich bin bereit fürs Spiel. Mach mal so. Ja, ich erinnere nochmal, das stimmt. Ich könnte mal nochmal die Standardsituation lassen. Ja, ich bin bereit fürs Spiel. Ab dafür. Ah. Gegen den FCI. Ah, ja, siehst du. Ja, abgestiegen sind. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. FC Ingolstadt jetzt in der dritten Liga. So, geht das Spiel jetzt los? Nee, sorry. Alles gut.
Hat mich jetzt gerade nur gewundert, so von wegen, hängt es bei mir? Hängt es jetzt grundsätzlich? Nee, das steht doch immer rechts oben. Ich muss den Gegner wehtun. Windstill. Drei, mit Hagel. Geil. Geil. Obwohl es 3 Grad sind. Okay. Mensch, wo ist denn der jetzt? Muss der so weit unten in der Liste stehen? Gut. Zum Spiel. Mein so, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Glück und euch auch. Ja, ja. Wird schon schief gehen. Kamawaka. So, ich hoffe mal, dass man mein Spiel noch einwandfrei sehen kann. Meine Aufnahme sagt gerade im Endeffekt, dass sie jetzt langsam abschmieren möchte. Gucken wir einfach mal. Jo. Das heißt, wenn ihr sie nicht einwandfrei sehen solltet, das ist ein Standardproblem. Wir nehmen schon lange auf. Sowas passiert. So, erste Möglichkeit für Ingolstadt. Es gibt direkt einen Freistoß in der 35. Sekunde. Erste gelbe Karte. Das geht hier gleich schon wieder munter los mit den gelben Karten. Das ist ja schon mal der Wahnsinn. So. Passiert nichts. Ist so ausgeglichen, das ist toll. Schießt einfach mal ein Tor gegen diese blöden Säcke aus Darmstadt. Und fast das 1-0 für St. Pauli. Oh, Heuer Fernandes. Und Rüdiger. Regensburg führt mit 1-0 gegen den Hamburger Sportverein. Heidenheim führt gegen Fürth mit 1-0. Warum ich das erzählen kann, in meinem Spiel passiert nichts. Sind schon bereits in Minute 17. Boah, schon wieder. Euer Fernandes. Ja, das hatte ich heute auch mit dem. Da einfach mal alles gehält. Köln führt gegen Sandro. Oh, Mann! Hämmerlein. Schön gespielt. Flanke kommt! Oh, Testrot. Schade. Oh, Riesenchance für Duisburg. Schiri! Da, aber. Scheiß Spur. Erste vielleicht interessante. Obwohl, nee, es ist die zweite. Zweite interessante Chance für Ingolstadt. Oh, schon wieder vorbeigeschossen. Das gibt's doch nicht. 5 Schüsse. Keiner aufs Tor. Yes, man! Boom! Oh, ja, 1-0. Wieder. Ja, steht hier gerade auch. Genau so ein Tor habe ich gegen den Hamburger SV auch geschossen, glaube ich. Einwurf. Einwurf Darmstadt und ich hole mir einfach den Ball. Freistoß. Einfach draufbleiben, komm. Oh, Alter, was ein Schuss. 1-0 Duisburg. Einfach draufbleiben, komm, einfach draufbleiben. Oh. Stark kriegt jetzt die gelbe Karte, ne? Yes! Yannick Stark gelb. Freistoß für Dynamo. Oh, wieder in die Mauer! Was ist denn los, Flui? Du lachst so. Dazu sag ich nicht. Erste Chance Darmstadt. Konter! Mach den doch rein, Alter. Oh, was für ein Fehlpass! Pfosten, der hält den. Das ist doch. Wow. Halbzeit 0-0. In Ordnung. Beide Teams mit nicht wirklich irgendeiner Chance. Also von daher, hier passiert wirklich gar nichts. Also. Boah, Mann, haut das Ding doch einfach rein. Dieser scheiß Fernandes dort im Tor. Gott sei Dank ist das Spiel hier ein eher langweiliges Spiel bislang. Mann, mehr fordern. So, Bochum führt 3-0. Krass.
Was? Komm, Halbzeit jetzt, bitte. Tor 1-1. Boah, ey. Ja, gut gemacht von Himmelmann. Brauche ich jetzt nicht zu sagen, ey. Paderborn führt mit 1-0. Und oh, den hat er auf der Linie gekriegt. Sauber gemacht. So Leute, jetzt nicht zu viel hier irgendwie reininterpretieren. Konzentration. Ein Tor. So, nächste gelbe Karte. Eieiei. Und das Schiedtor. Wow, was macht er meine. Macht er meine Abwehr, Alter. So 2-1 für Union Berlin, Duisburg führt. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Highlight? Ist der Ball gelbe Karte. Das ist ein Witz. Das ist einfach nur ein Witz. Ging denn die rein oder was? Ah, okay. Zweite Chance für Darmstadt und. Oh. Wieder Highlight, das gibt's nicht. Leute, wir müssen mehr machen. Jawohl, genau so, Samson. Oh. Motivieren, Marvin Medem, Kamuaka. Warum hat Kalisch die gelbe Karte gekriegt? Wann? Sehr schön. So, kontern, 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 kontern. Sauber, Becker, schade. Ich muss die Leute sofort wieder aus dem Spiel nehmen. Das, ey, das hört sich hier an, Flui. Ja, das ist... Bist du verrückt geworden? Ja. So. So schlimm bei dir. Ah. Hast wohl einen Witzelfmeter gegen dich bekommen. Und eine witzrote Karte. Aha, okay. Jawohl, schön weggesenzt, Nikolaou. Beide Eintor-Chancen und der Gegner und mein Mitspieler stehen völlig vor dem Freitor. Boah. Und jetzt gibt's gleich noch die zweite rote Karte, egal. Mhm. Krass. Egal. Das ist so. Möglichkeit für Ingolstadt. Ja, das, also es im Endeffekt das Spiel hier, ich sag dazu gerade nichts, weil es passiert hier nichts. Es passiert hier wirklich gar nichts. Es ist nicht wirklich irgendwas Nennenswertes. Wir sind in der 81. Minute. Hau das Ding rein! Also, Mann! Junge! Nee, auf den Mann! Außer die ein oder andere Chance, wo man sich so denkt, so, ja gut, also passiert hier gar nichts. Es ist einfach... Es ist ein tristes, langweiliges Spiel hier gerade. Aber das ist okay, weißt du, so sammelst du auch Punkte. Ah, es steht 2-3. Mein Gott, ey. Ist ja unglaublich. Ja, wird mir hier gerade auch angezeigt. So, Abstoß in Ingolstadt. Langer Ball. Hat nicht funktioniert. Hat er schon gesagt. Becker. Schön. Und nicht das. Oder doch, nein! Doch nicht. 88. Minute steht beide in 0-0. Aber es war, glaube ich, die erste wirklich ernsthafte Chance in dem gesamten Spiel für mich. Ist, naja, manchmal ist es so. 4 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Das wird hier eine Nullnummer. Aber hey, weißt du, einmal weiße Weste, das darf auch mal gerne sein. Aber noch nicht zu früh, Freunde. Wir sind in der 93. Ingolstadt hat den Ball. Ja,
ideenlos, würde ich mal sagen. Das war ideenlos. Kontermöglichkeit für St. Pauli. Jetzt vielleicht, und es ist die Jetzt schon Führung. klar. In der 94. Minute das 1 zu 0. In Jetzt schon einem klar. Spiel, was Jetzt keine bist du am Tore Arsch. verdient hat, Mann, das gibt's definitiv nicht! nicht. Es hat keine Tore verdient, dieses Spiel. Wann Und es hat Jatta steht gelb 1 zu bekommen? 0. Und es ist vorbei. St. Pauli gewinnt mit Ach und Krach ein 1 zu 0. Spiel, wo keine Tore verdient waren, wo es ganz klar 0-0 war und ein Abschlussgewinn war. Na Also, wir klar. haben alles getan für euch. Ey, was ist Wer denn da möchte? los? Was ist denn da für ein Nein, das ist ja Kackspielfehler? Der steht da und schlägt den Beinen hinten raus. Alter. und nach vorne. Nazarov, Alter, dich wechsle ich nicht nochmal ein. Ja, da. Gut. Die anderen Ergebnisse: Köln gewinnt mit 4-1 gegen Sandhausen. Union Berlin gewinnt 4-1 gegen Bielefeld. Oder wie sie sich zeigt. Fürth verliert 0-1 gegen Heidenheim. Regensburg gewinnt 2-0 gegen den Hamburger SV. Und Bochum gewinnt 3-1 gegen Holstein. War es ja 2-3 verloren. Leider. Leute, hinten raus! Schlag das Ding hinten raus, bitte! 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 Mensch, ich sag doch bitte! Schlag das! Ihr spielt de Mann! Da kann ein Trainer verrückt werden. Die spielen Dreieck hinten am eigenen 16er. Gut, dass sie das, was im Training ist, umsetzen, aber am eigenen 16er, ich bitte euch. Ja! Was? Immer noch Schluss. 4 Minuten schon nachgespielt, 3 Minuten wurden angezeigt. Ey, bei mir ist auch in der Boah! 95. das Tor gefallen, weil Boom! wohl nur vier angezeigt worden sind. Alles gut. Ich habe in der 24. Minute ein Tor geschossen und das hat gereicht. Ja, das ist doch perfekt. Jetzt eure Spiele durch? Ja, Ja. meins ist durch. Meins war ja doch ein sehr, sehr, sehr langweiliges Zählen des 0-0 bis zur allerletzten Sekunde, wo sich dann das Spiel gedreht hat. Ja, gut. Sieg. Sieg. Könnte ich damit an St. Pauli Nein, ja, ich vorbeiklettern? habe gewonnen. Ich habe 1-0 Ach verdammt, gewonnen. ja. In der allerletzten Sekunde. Und ich habe wieder Abstand nach hinten aufgebaut. Das ist gut. Auf Kräuter Fürth. Wobei ich dir, also die Mail finde ich eigentlich eine Frechheit. St. Pauli fegt Ingolstadt souverän vom Platz. Das Spiel ist 1-0. 0-0 gewesen bis zur 95. Minute. Weißt du? Wo man sich so denkt, so, das Spiel war ein faires 0-0. Ich weiß nicht, was Ja. der da an Tja, Souveränität also da sieht. ich hab's ganz clever gemacht. Ich habe einfach mal ein Tor geschossen irgendwann mal. Das hat gereicht. Toni macht wieder alles für die Tordifferenz. Das ist nur was die langweilige Spiele. Läuft gerade nicht so gut. So, wann Frag wollen wir denn mich jetzt Feier mal. machen? Ja, genau. Wann wollen wir denn jetzt, wollen wir denn jetzt so langsam? Ja. Speichern? Das ist ja. Ah, ja, speichern. Das ist ja. Ja, wir beenden jetzt. Jo. War eine sehr, sehr interessante Folge heute. Oh, Beziehungsweise die scheiße. letzten Folgen waren interessante Folgen. So durch. Ja. Ja. Warte mal, Rufus hat er auf mein Angebot geantwortet. So, und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.